Was ist der Unterschied zwischen ich bin in einem Supermarkt angestellt und ich habe mich angestellt? Wenn ich sage, ich bin in einem Supermarkt angestellt, dann bedeutet das, ich arbeite in einem Supermarkt. Ich habe dort einen Arbeitsplatz, ich habe dort eine Stelle. Und wenn ich sage, ich habe mich in einem Supermarkt angestellt, das heißt, ich habe dort eine Position eingenommen bei der Warteschlange, an der Kasse. Ich habe mich an der Kasse angestellt. Können Sie sich bitte dort anstellen? Könnten Sie sich bitte dort hinten anstellen? Hast du dich angestellt oder drängelst du dich vor? Das ist das Gegenteil von sich anstellen. Ich habe mich angestellt. Anstellen hat aber noch viele, viele andere Bedeutungen, aber für B1 ist das genug. Ich bin dort angestellt und ich habe mich dort angestellt. Schreib jetzt mal in die Kommentare einen Satz mit ich bin da und da und da angestellt oder ich habe mich da und da angestellt. Und wenn ich nicht gerade mich irgendwo anstellen muss, dann werde ich deinen Satz korrigieren. Bis dann. Ciao, ciao.